Yo, Peace and Justice gesagt, seid gegrüßt zu DSD Design Midnight Figure Feature Star Wars Folge 378. Grüße an den P78, nur mal so nebenbei. Ich bin immer noch so auf Silber Action. Wenn ihr euch wundert, warum das diesmal so hell ist, ich habe mir da eventuell so Scheinwerfer besorgt. Komme ich demnächst nochmal drauf zurück. Ne? Also ich teste die jetzt erstmal an, halt, habe jetzt auch nur einen angeschlossen. Ich kann auch kaum in die Kamera gucken, weil das Lämpchen mich doch blendet. Vielleicht sollte ich da zwei Stück von links und rechts machen. Mache ich beim nächsten Mal. Ich guck dann mal, ne? Weil Stück für Stück geht das ja hier. Also, ich habe hier wieder eine Silver Saga Edition aus dem Jahre 2004. Und zwar den Sandtrooper hier. Ich hoffe jetzt mal, dass das nicht so reflektiert. Wenn es reflektiert, tut es mir leid, weil Test hier, ne? Ja, wie gesagt, aus dem Jahre 2004. Hier steht dann wieder mehr als 25 Jahre nach dem ersten Sehen des Sternzerstörers und hin und her. Und das ist hier. Jetzt hätte ich euch auch wieder eigentlich die zweite Packung zeigen können, aber irgendwie habe ich die jetzt gerade gar nicht zur Hand. Ja, weil ich habe hier den Stormy natürlich in Lose, den wir uns dann gleich nochmal genauer angucken können. Ne? Und ja, jetzt hätte ich euch den anderen Bubble zeigen können. Ich weiß aber wieder nicht, wo der rumfliegt. Da ist ein schönes Imperial-Zeichen hinter, aber ja, so ist das. Ne? In den Katakomben verschwinden manche auf ewig. Ja, hatte ich auch damals, wie gesagt, im Geschäft gekauft. Sehr schön. Also nicht im Jahr 2004, sondern, ach, keine Ahnung, vor 6-7 Jahren, grob geschätzt, sag ich mal. Und, ja, komm, wir schauen uns den jetzt mal direkt wieder hier im Cypher an. Das Spiel kennt er ja schon, ne? Einmal hier drumrum, damit wir uns den mal in Ruhe angucken. Also, ich finde die ja immer geil, obwohl richtig in verchromt werden die natürlich noch schöner, ne? Das ist ja auch immer so eine Geschichte. Und vor allen Dingen, der ist, wenn man jetzt hier guckt, klar, der ist hier wieder, ob der wirklich luftundurchlässig ist, bin ich mir auch nicht so sicher, weil man kennt das ja. Entweder vergilben die Blister oder da drinnen halt auch, ne, die Bubbles, da diese Blister-Dinger. Ich weiß ja nicht, was ich rede, ist auch viel zu früh heute. Nicht Midnight, sondern hin und her. Und komm, wir geben uns jetzt mal Details davon. Und gucke mal, was der so kann und könnten eventuell auch noch was vergleichen. Weil ich habe mal nachgeguckt, ne, welcher Stormy das wohl sein kann. Ja, der hat jetzt irgendwie, ich dachte gerade, der hätte noch seine Waffe, aber die hat er jetzt irgendwie verloren. Das ist ein bisschen komisch. Und zwar, also möchte ich jetzt mal behaupten, handelt es sich um den Sandtrooper aus der Power of the Force Reihe. Warum hat der eigentlich den Rucksack verkehrt rum auf, sehe ich gerade. Das ist auch schon wieder witzig. Vielleicht hat ja auch der Silvercoin den verkehrt rum an, aber ich habe da, wie gesagt, hier. Ne? Das ist also wirklich, der ist identisch. Den habe ich nämlich hier in so einem Buch gefunden. Ja, die stehen nicht so schön. Ich dachte mir erst, das wäre so ein Power of the Force oder so, weil er ein bisschen ganz so klobig, ja gut, ganz klobig ist er nicht. Und zwar hier in dem Collector's Guide von, was? Harald Niedermeyer aus dem Jahre 2001. Da haben wir nämlich hier auf, was ist das, 344. Na, hier. Da ist er halt. Sandtrooper. Da ist die Karte dann. Power of the Jedi. Mit Force File. Hier nochmal so. Dann haben wir es wenigstens mal eben gesehen hier. Also 2000, 2001. Müsste man aber gleich unten an der Bestempelung auch sehen, wenn wir auf die Details gehen. Und ja, da haben sie den dann halt genommen. Ne? Nochmal 3 Jahre später, 2004 halt hier. Ich meine, warum nicht? Ist ja jetzt auch nicht so schlechter. Ne? Also von daher, ran an die Buletten, an die Sandtrooper und wir vergleichen mal, wir gucken uns erstmal den Silbernen an und dann gehe ich auch nochmal auf den Power of the Jedi nochmal ein bisschen ein. Halt, ne? So, in den Details halt, ne? Bewegungsmäßig ist jetzt nicht so viel, also er kann hier die Beine so ein bisschen, aber die sollen ja auch nicht sitzen, die sollen arbeiten, ne? Von daher, den Arm kriegt er hoch, hier hat er Ellbogengelenk ein wenig,
Hier ist Port. Die Waffe ist auch festgeklebt, irgendwie, wenn man hier so guckt. Ne, du kannst doch trotzdem den Ellbogen ein bisschen bewegen. Kann er hier. Gut, den Arm kriegt er ja eh nur bedingt hier von diesem, wie heißt das, Pauldron halt, ne? Der Rucksack, also das Zeug geht auch nicht ab. Das war schon, aber komm, die Details können wir uns trotzdem angucken. Ich liebe das ja, dieses Silberne. Ne? Hat ein bisschen was mit Graffiti vielleicht zu tun, wegen Chrombilder. Ne? Ich meine, irgendwie super glänzend wäre das natürlich auch alles ganz geil. Da hätte ich auch schon Bock drauf. Aber das ist schon ein geiler Style. Das bockt sich. Wenn wir es uns scharf angucken können. So. Ja, und dann machen wir doch auch mal den direkten Vergleich. Warte, ich stelle den mal hier hin. Oh, er hat was verloren. Ich glaube, die Waffe kann man doch abmachen. Wenn man das jetzt hier sieht. Das sind nämlich immer diese alten Gummibänder gewesen. Ja, irgendwo kommt das von daher, glaube ich. So, jetzt haben wir den hier. Zack, und den daneben. Das sind also wirklich identische Figuren. Da wissen wir schon mal, dass der 2004er eigentlich aus dem Jahr 2000 ist. 2001 aus dem Buch. Ne, weil das habe ich ja nachgeschlagen. Da können wir hier nochmal die Details. Er hat halt hier ne, ein bisschen Kampfspuren, halt Dreck. Und so weiter, aber gerade hier an der Knie kann man das gut vergleichen. Ich hatte gerade noch mir die anderen angeguckt vorher, meine verschiedenen Stormies, und da sieht das teilweise ein bisschen anders aus. Gerade hier mit diesem Dreieck hier dann und so weiter. Wir können ja auch mal eben hier gucken, was hier drunter steht. Ich kann es nicht lesen, aber ich würde hier sogar sagen 2000 Lucasfilm. Na komm, mach mal scharf hier. Also hier steht auf jeden Fall 2000 Lucasfilm drunter. Ich weiß das. Warte mal, der soll das scharf machen. So, hier. Jetzt sehen wir nochmal die Bestempelung hier. So rum. Das erkenne ich dann doch noch. Entschuldigung. Und hier ist es natürlich ein bisschen dunkel, aber voll erkennbar, ne? Gut. Hier nochmal so. Ja, schön. Wie gesagt, ich finde die echt toll. Hier mit dem Helm, also so dreckige mag ich ja eh, ne? Die sollen ja nicht aussehen, als wenn sie gerade aus der Fabrik kommen, die Anzüge. Das ist geil. Sehr, sehr schön. Was soll ich euch dazu noch erzählen? Ich finde es einfach toll, also gerade wenn man jetzt hier mal so die Unterschiede sieht, ne, von der Bemalung. Das ist super. Huch, ja, ich bin ja ein bisschen zitterig an der Hände. So viel gesquetscht wieder oder so. Ja, eine schöne Figur. Wie gesagt, ich hatte erst gedacht, das wäre eine Power of the Force, aber dafür ist er nicht klobig genug, ne? Das ist ja dann auch was so. Ja, schön. Dann sag ich mal, weiter geht's hier im Programm. Ja, sehr schön. Also, ja, mit Stormies kriegt er mich ja immer halt so. Also, das ist das Einzige, wo ich ein paar mehr von habe. Jetzt nicht so Army-Building wie viele von euch anderen Sammlern und so weiter. Wie gesagt, ich fahre da ja eh die kleineren Geschäfte mit, aber ich meine, das reicht ja auch. Also ne, ich ab und zu brauche ja auch noch Schallplatten und so weiter, ne? Essen, Bier. Nein, aber wie gesagt, ich kaufe das ja lieber so, wenn man es mal so outdoor-mäßig findet. Ne? Ich hoffe, es geht bald weiter mit endlich mal wieder mit Trödelmärkten irgendwie oder Cons. Ey, mir fehlt das total. Gerade die Flohmärkte halt und die Cons auch, ne? Euch ganze Verrückten wieder zu sehen und so. Ich habe so einen Bock halt. Also Mann, ey. Ich freue mich schon auf die Filmerei, ey. Das wird wieder so, als wenn ich das erste Mal auf einer Con bin. Ist aber auch schön. Ne? Man weiß es auch mal wieder zu schätzen. Und grast nicht alles nur so ab und so. Aber habe ich sonst eigentlich auch nicht. Weil ich mir eh alles mal 20 Mal angucke. Egal. Weil, hier, das ist sozusagen das Schlusswort für die Folge. Bedanke mich wieder hier fürs Durchhalten. Ja, fürs Reingucken, fürs Interesse. Für was auch immer. Für die Belustigung, dass ich euch ein bisschen unterhalten habe. Und ja, das war der Silver Saga Edition Sand Trooper aus dem Jahr 2004. Ich guck mal, habe ich überhaupt noch irgendwas in Silber? Ich glaube nicht, so langsam jetzt hab ich, ne? Aber ich habe beim hier durchgucken, ist mir wieder ein Vader aufgefallen, den möchte ich nochmal gucken. Ich glaube nämlich, ich habe noch einen Darth Vader, wo man ein Stück der Gesichtsmaske abmachen kann. Und zwar hier den Darth Vader Dagobah aus ja, Power of the Jedi, nee, Power of the Force 2 könnte es sein.
Ich suche mal. Finde ich ihn jetzt? Ach, das ist ja alphabetisch hier in dem schönen Buch. Ne? Also das Buch finde ich auch sehr schön. Kann ich euch nur empfehlen. Ich meine, da gibt es ja noch einige andere. Ach, hier ist er. Darth Vader Dagobah. Und ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich habe den auch und habe den schon mal gezeigt. Aber das ist eine andere Geschichte. Das erzähle ich euch dann in der nächsten Folge. So, bleibt gesund. Peace and Justice gesagt. Feierabend. Tschüss.